zusammen, ich habe euch wieder eine kleine Routine aufgenommen und es ist wieder eine Abendroutine. Es hat ganz einfach den Grund, meine Morgenroutine ist gerade wirklich langweilig. Entweder nehme ich 2 Produkte oder ich nehme 3 Produkte. Und da lässt sich halt meistens rausdrehen und irgendwie unrealistisch irgendwelche Produkte zusammenzustellen, bloß um euch ein langes Video zu zeigen. Man kann das auch in der Abendroutine ganz gut zeigen, weil ich immer wieder unter meinen Reviews auch gefragt werde, wie kann man die Produkte denn eigentlich kombinieren? Das werden wir heute mal machen. So, und ich mache das meistens immer so. Wenn ich alte Produkte habe, die ich aufbrauchen muss, kombiniere ich das immer mit was ganz Neuem, dann ist es nicht ganz so schlimm. Das stand jetzt schon eine Weile bei mir. Ich habe diesen Hydrator, davon habe ich ja schon vorgestellt, Geek & Gorgeous. Ich habe den Balm bei Leon gesehen und den musste ich unbedingt mal ausprobieren, weil wenn der Dinge hypt, dann ist das meistens immer was Gutes. Ich liebe ja diesen Reiniger von Beyer & Söhne oder das von der Shenya, von der Inkipedia. Und das von Beyer & Söhne, das hat so einen richtigen... Also man hat so einen Widerstand auf der Haut und ich liebe das einfach. Das hat man hier nicht, weil das ist ein Balm, das wird dann weich auf der Haut und man hat dann das Öl. Ist auch nicht schlecht, wäre für mich aber, glaube ich, ich habe den jetzt erst zum zweiten Mal verwendet, kein Wiederholungstäter. Und ich war zweimal auch nicht geschminkt, also ich bin gespannt, wie der heute mein Augen-Make-up runterkriegt, richtig. Ich nehme kein extra Augen-Make-up-Entferner mehr, weil das kann man halt super gut alles mit Öl wegmachen, warum auch nicht. Ja, da muss ich mir noch was überlegen, aber ich glaube, ich habe den Spachtel noch irgendwo von Beyer & Söhne, damit man da halt nicht immer gleich mit den dreckigen Fingern reingeht. Das finde ich irgendwie ein bisschen unhygienisch, ich weiß auch nicht. Aber die Verpackung mag ich echt gerne, das ist groß, ist flach, passt bei mir halt nicht überall rein, aber dennoch finde ich es cool, weil wenn du irgendwie verreist, dann kann man das ja mitnehmen. Aber ich habe schon Stimmen gehört, dass es, wenn es warm ist, halt anfängt zu schmelzen, was dann wiederum nicht so geil ist. Ich glaube, die ganze Sache ist nicht so ganz dicht. Vermute ich mal. Was ich von No richtig cool finde, ist, dass sie jetzt wirklich explizit darauf hinweisen, bitte, wenn ihr unsere Produkte verwendet, und da sind ja schon zum Teil Actives drin, die ein bisschen stärker auch formuliert sind, verwendet sie erstmal alleine und schleicht es erstmal ein und guckt mal, wie, was eure Haut dazu sagt und schaut dann, dass ihr das halt so ein bisschen erweitern könnt, andere Actives oder andere Produkte, die ihr sonst dann dazu nehmt, wieder mit in die Routine reinnimmt. Weil manchmal gibt es tatsächlich Kreuzreaktionen oder es ist irgendwas doppelt irgendwo drin. Das hatte ich ja hier mit dem, da habe ich glaube ich in der letzten Routine noch gesagt, dass er juckt. Er juckt jetzt nicht mehr, wenn ich ihn zu oft verwende, juckt er trotzdem noch. Aber das ist so, den verwende ich gerade oft auch morgens, weil ich einfach sehr komprimiert schauen möchte, kriege ich so Sachen wie diesen Hubbel hier weg. Ich habe hier so einen Hubbel auf der Stirn. Wo ist er? Hier ist er. Und der ist schon um einiges besser geworden. Das hier ist jetzt noch nichts. Da sehe ich noch gar nichts. Ich will halt einfach im Langzeiteffekt sehen, kann das was oder kann das nichts? Und bei deiner Routine gehst du immer von flüssig zu fest. Ausgenommen die Reinigung, weil die war ja jetzt auch fest, sozusagen der Balm. Und ich fange meistens halt, wie schon erwähnt, mit etwas Flüssigem an. Und das soll man ja auch machen. Das ist wohl das Sinnvollste. Und du kannst auf jeden Fall Toner auch schichten. Mache ich jetzt in meinem Fall nicht. Mir reicht das hier. Und ich komme inzwischen... Also ich muss trotzdem Respekt vor dem Produkt haben, weil manchmal juckt es halt doch auf meiner Haut. Und das bedeutet bei mir schon relativ viel, weil ich gut ab, also ich kann wirklich viel abhaben. Ich habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht, große Poren. Die ist in den seltensten Fällen empfindlich und ich kriege auch von nicht so vielen Sachen irgendwie Pickel oder so. So, bei den alten Produkten mache ich es meistens so, oder was heißt alte Produkte, aber wenn ich sie leer kriegen möchte, dass ich so andere Körperteile dann anfange und einzucremen, wollte ich sagen. Man cremt nicht mit Serien ein. Man trägt sie auf. Bei dem Serum habe ich ein Reel gesehen, wo es darum ging, ja, es gibt Produkte in der Drogerie, die vormachen, sie seien dies und das. Kann man hier schon so sagen,
ein Acetylen-Derivat. Man weiß halt nicht so wirklich, was ein Derivat bringt oder ob das den gewünschten Effekt bringt. Warum man es reingepackt hat, weiß man schon ganz genau, wenn man sofort an die Acetylensäure denkt. Und das ist hier aber nicht enthalten. Dennoch wirken die Inhaltsstoffe beruhigend. Ich habe es jetzt halt leer gemacht. Ich würde es mir nicht mehr nachkaufen, weil es bringt mir halt nicht viel. Es ist also definitiv kein Wiederholungstäter. Ich dachte erst eine Zeit lang, ah, finde es eigentlich ganz gut, aber ich habe einfach gemerkt, so, das hier langweilt mich. Und die Isana-Sachen, die jetzt draußen sind, die sind halt um einiges besser. Und ja, Valia, ihr müsst aufholen. Die Isana-Sachen sind richtig geil. Und das sind wir schon was bei was von Isana. Ich habe mir bei meinem letzten Rossmann-Besuch überlegt, ja, nehme ich jetzt das Niacinamid mit oder nehme ich das Glycerin mit? Aber das Glycerin kaufe ich mir auch wieder. Das Einzige, was ich an der Flasche nicht mag, ist dieser komische Abstreifmechanismus. Die haben ja so einen komischen. Also ich habe, glaube ich, mal irgendwo gesehen, dass du die auch runter machen kannst. Also das finde ich echt ein bisschen kontraproduktiv. Aber egal. Das Produkt darin ist. Das hat genau das für meine Haut, was halt gut funktioniert. Feuchtigkeit and it's best, ne? Und diese 15% Glycerin, die funktionieren auf meiner Haut gut, die können aber auch reizen. Bei mir reizt da nichts, da klebt auch nichts und ich liebe das wirklich. Da ist so viel drin. Man merkt bei den Produkten, mit denen ich richtig gut zurechtkomme und die halt einfach so Wiederholungstäter werden, die werden von mir richtig viel benutzt und die sind dann aber auch mindestens doppelt so schnell leer wie jetzt zum Beispiel sowas. Also, naja, ich muss auch ein bisschen vernünftig sein und Dinge halt einfach auch aufbrauchen. Das heißt nicht, dass dieses Produkt schlecht ist. Wir haben hier tatsächlich Q10 drin. Ich dachte immer, Q10 färbt. Jetzt ist es. Ich glaube, da ist nicht viel Q10 drin. Aber es ist welches drin. Das steht in den Inhaltsstoffen drin. Es ist ein Ceramid drin. Das habe ich zu einem Zeitpunkt gekauft. Jetzt erlebt gerade die Drogerie so eine Welle an Produkte, wo Ceramide drin sind. Ich finde es gut, ne? Also, weil ich gut mit Ceramiden zurechtkomme. Aber das war so eins der ersten in dem Jahr, ist aus diesem Jahr, jetzt musste ich gerade selber echt überlegen, die zusätzlich rausgekommen sind. Wir hatten dieses Balea Expert Serum mit den zwei Ceramiden, oder drei? Zwei waren es, glaube ich. Und das war ewig lang nicht auf dem Markt und dann habe ich auf das hier zurückgegriffen. Ist auf jeden Fall in Ordnung, ne? Aber es ist. Ach, ich. Das mag ich ja auch nicht, die Pipetten. Wenn du mitten in der Skincare drin bist, dann hast du zum Teil halt auch irgendwie schmierige Finger. Und mir ist so eine Pipette schon mal quer durchs Bad geflogen. Ich finde halt die Pipetten echt nicht so toll. Dennoch kann man das zum Beispiel auch unterm Auge auftragen. Ne? Du kannst jedes andere Serum, wenn nicht Retinol, was ja ein bisschen reizender ist, also du verträgst das, oder irgendwelche Duftstoffe oder Alkohol in dem Serum drin sind, dann kannst du das locker unter den Augen auftragen. Ne? Also ich werde oft zu Augencremes gefragt. Ich nutze gar keine. Ich nutze halt meine Produkte, die ich so im Gesicht auftrage, auch unter den Augen. Und da haben sie halt so einen Gag draus gemacht. So 2 in 1 kann ich auch unter den Augen auftragen. Heißt, kann ich auch jedes andere Produkt. Ne? Es sei denn, eben du hast da Retinol drin oder Duftstoffe oder Alkohol. Dann sollst du natürlich nicht unterm Auge auftragen. Es gibt explizit auch Produkte, wo es heißt, nicht unter den Augen auftragen. Ich habe das jetzt von dem neuen Balea Expert Serum mit Vitamin C gesehen. Da steht es explizit drin, dann natürlich nicht, ne? Aber wenn nichts dran steht, dann musst du dich eigentlich auch an nichts halten in dem Sinn. Und erlaubt ist, was du verträgst. Also, werde ich nicht nachkaufen, ist kein Wiederholungstäter. Aber dennoch, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, also alle Produkte, die ich schon getestet habe, werde ich die so oder so mal unters i legen. Last but not least, hier steht jetzt zwar Serum drauf, aber das kannst du als Creme nutzen. Und das ist halt für mich Urea. Meine Haut liebt Urea, meine Haut liebt Feuchtigkeit und meine Haut liebt Ceramide. Es ist so das Trio, was richtig gut kommt. Und das hier ist einfach eine richtig tolle Sache. Ist zwar voll der
Klopper. Und das hebt ja auch eine Weile, aber wenn du es als Creme nutzt, und das kannst du locker als Creme nutzen, ist wirklich eine Empfehlung von mir an dich. Ich mag allgemein die Isana Med-Reihe mit den Urea-Sachen ganz gerne. Ich liebe ja auch diese Body Lotion mit 10% Urea. Die ist so ein bisschen dicker, ein bisschen zäher, nutze ich auch für die Hände, ist eine super Sache. Und das hier kannst du, wie gesagt, locker fürs Gesicht verwenden. Da ist wieder so eine Kombination drin, mit der meine Haut Schwierigkeiten hat. Ich muss zu lachen, man sieht es ja auch in dem, was ich gefilmt habe. Das legt sich bei mir zuerst aufs Gesicht drauf, weil, hey, Skincare, wenn du mitten in der Skincare bist und dann abschließt, dann hast du halt wirklich keine trockene Haut. Und wenn ich dann sowas draufpacke, dann bin ich erstmal weiß. Und dann muss ich ein bisschen rumcremen und das dauert schon ein bisschen. Also es ist nicht nur kurzfristig weiß, sondern das dauert ein bisschen. Meine Haut will das erstmal nicht aufnehmen. Aber wenn sie es aufgenommen hat, dann ist es echt super. Und das ist für mich auch ein Wiederholungstäter. Aber jetzt sind gerade so viele Cremes draußen. Ich muss ein bisschen was probieren. Ich lieb's, kann's empfehlen. Schau's dir einfach an, die ist auch nicht unwahrscheinlich teuer. Na, wie ist deine Abendroutine im Moment? Du kannst mir auch was zu deiner Morgenroutine schreiben. Schreib mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich werde dir alles verlinken, was ich schon vorgestellt habe. Du guckst einfach unter das i. Ich sag danke fürs Einschalten. Wenn du mir eine kleine Unterstützung da lassen möchtest, lass ein Abo da oder ein Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.